Vergiss nicht, Sam. In den meisten Einrichtungen kannst du Material für Konstruktionen und Ausrüstung anfordern. An deine Geburt? Ich erinnere mich an die Gebärmutter. Ich war nicht allein. Ich hörte den Herzschlag meiner Mutter, ihren und Lochness. Wir waren siamesische Zwillinge. Vor unserer Geburt. Geburt waren wir eins. Dann versuchten sie uns chirurgisch zu trennen. Die Operation war erfolgreich. Aber wir waren weiter eins. Wir kannten unsere Gedanken, ohne ein Wort zu sprechen. Ihre Freude war meine. Ihr Schmerz war meiner. Wir konnten jede noch so große Entfernung überwinden. Manche mögen es Telepathie nennen. Getrennte Körper, gemeinsamer Geist. Wir hatten einen Stand, nur für uns, gemeinsam.
Unser eigenes, privates, chirales Netzwerk, sozusagen. Mit Cupid. So können wir eins bauen, das allen das gibt, was Lotno und ich haben. Nach meinem Einstieg bei Bridges hatte ich alles klar vor Augen. Ein Netzwerk, das die verstreutesten und unterschiedlichsten Menschen vereinen könnte und vervollständigen würde. Es sollte die Leute nicht auf Linie bringen. Es sollte sie in seinem Schoß zusammenführen, damit sie dort brüderlich teilen könnten. Ich wusste, es könnte die Welt verändern. Mit Annelies Hilfe haben wir den Cupid fertiggestellt. Aber nach dem Angriff und der Geburt änderte sich alles. Zum ersten Mal in meinem Leben war Lockman nicht da. Aber ich bin nicht mehr allein. Ich spüre sie wieder. Sie ist nah. Ich danke dir, Sam. Ich fühle mich wieder komplett. Du und ich, Schwester. Ich und du. Tut mir leid, Lockner. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Tut mir leid. So furchtbar leid. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Schön, deine Stimme zu hören. Ich hätte dich einweihen sollen. Ich wollte sie retten, konnte aber nicht. Du musst jetzt nichts mehr sagen. Lockne, repariere seinen Cupid. Ich konnte unser Kind nicht retten, aber du kannst unsere Welt retten. Du allein. Ich liebe dich. Hörst du? Für immer und ewig. Jetzt lass die Welt eins werden, okay? So wie wir eins sind.
was sie durchgemacht hat. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte unser Band absichtlich gelöst und wäre mit unserem Kind fortgelaufen. Ich habe dein Cupid repariert. Der Begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren. Eine Sache noch. Bevor ich mit der Arbeit begann, habe ich mir den Code genau angesehen. Ich bin mir sicher, jemand hat ihn verändert. Entweder das oder mein Gedächtnis lässt nach. Dein Code wurde umgeschrieben. Umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir einfach, es war nicht die letzte Version von mir. Und doch, deshalb wurde ich endlich mit Morlingen wieder vereint. Aber vielleicht wissen wir ja bereits, wer es war. Sie starb unter den Trümmern mit unserem Kind im Bauch. Ihr Kar ging über auf die andere Seite, doch ihr Haar verblieb an unserer toten Tochter. Sie wusste das alles, natürlich. Darum ließ sie eine Handschelle locker, um ihre Vitalfunktionen zu verbergen. Leider konnte sie ihre Lieblingserfindung nicht nutzen. Sie tat all das, um mich und unsere Tochter zu schützen. Schwester? Ich kann dich hören. Wir sind vereint. Wir sind eins. Wie früher im Mutterleib. Erinnerst du dich? Morlingen. Lockner. Dank dir ist Edgenot City endlich in Reichweite. Und Lockner, deine Arbeit wird helfen, dass das chirale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig, aber die Sprachen, Namen und Begriffe, die wir hören, und die Munition, die wir bestimmen konnten, alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in eine andere Dimension befördert oder so. Angesichts der Zeitabweichungen warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Strände werden vom Willen der Menschen geformt, die sie bewohnen. Vielleicht hat Hartman eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten.
Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Du? Du? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes Bibi hat ein ernstes Problem. Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren-Bibis über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge-Babys sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Ihr Platz ist weder bei uns noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz ist dazwischen. Und sie gehören weder der einen Welt noch der anderen. Aber BB-28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Zu dir, Sam. Naja, wir sind Partner. Partner? Sam, ein Bibi ist ein Werkzeug und kein Mensch. Brücke, ja. Baby, nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. BB-28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet. Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Wird das funktionieren? Na klar.
Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Lou wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das BB wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Ich sagte doch, es ist kein Problem. Wir drücken Reset und starten neu. Und deshalb hasse ich diese Teile. Sam. Von meiner Reise durch den Strand war ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahmen. Keine Videos für Lippenleseanalysen. Komm näher. Bei Hartmann darf hiervon nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Leeresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strand. Richard. Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartmann damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen. Oder sein Gesicht. Aber du vielleicht. Weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er trug die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennung. Klar. Tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen.
Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal, sobald du bereit bist. Sagt, dein Bibi funktioniert nicht richtig. Wir müssen deine Hauptmission unterbrechen, bis wir dieses Problem gelöst haben. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Und je weiter du nach Westen gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen. Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgenot City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben soll. Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es wieder betriebsbereit zu machen. Da er hier ist, könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay. Zuerst musst du ein paar Prepper in der Gegend ans Netz bringen, um die chirale Dichte vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen BB-28 und seiner Todmutter. Dann müssen wir, wie ich schon erklärt habe, die Justierung deines BBs anpassen. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Zum Glück treibt dieser Plan unsere anderen Ziele voran. Wir wollen diese Region ohnehin ins chirale Netzwerk integrieren. Also belieferst du Prepper, baust so Beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie, an Bord zu kommen. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bergen einzurichten. Aber viele Leute haben es trotzdem versucht. Überall sind Bunker verstreut. Wir haben eine Auftragsliste von ihnen, die abgearbeitet werden muss. Aber vergiss nicht, das sind Leute, die freiwillig da draußen leben. Leute, denen ihre Privatsphäre wichtig ist. Denk nicht, es könnte leicht werden, sie zu überzeugen. Du musst ihr Vertrauen Schritt für Schritt, Job für Job gewinnen. Noch etwas, Sam. Für eine Weile wirst du ohne Bibi unterwegs sein. Es wird sich stark auf deine Fähigkeit auswirken, GDs zu entdecken. Also halte Augen und Ohren nach allem Ungewöhnlichen offen und meide den Regen, wenn es irgendwie geht.
Hörst du mich? Lochner? Aha. Ich melde mich über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. Wir sind wieder vereint. Eins. Für immer und ewig. Wir sprechen uns noch, also sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht es nicht. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Was wir wollen. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Du hast uns geholfen. Wir sind jetzt alle verbunden. Danke, Sam. Waffeneinschränkung aufgehoben. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Waffeneinschränkung aufgehoben.